gibt es euch denn schon? Wir haben 2009 angefangen. Wir werden für Deathcore-Konzerte angefragt und gleichzeitig werden wir auf Pop-Konzerten angefragt und sind dann die härteste Band. Wir werden gebucht von Hardcore bis Hochzeit. Also unser Album ist eigentlich zu 100% in Eigenregie entstanden. Hier im kleinen Kellerstudio, finanziertes Crowdfunding, was wir im Internet hier aufgegriffen haben von den Fans oder die Leute, die uns unterstützen wollten. Das komplette Projekt November, halt so da heißt das Album, also das ist schon in einem sehr engen Kreis entstanden. Und was ist so dein Lieblingssong? Since My Life Is No Sitcom. Da ging es mir ziemlich dreckig in der Zeit, in der wir den Song geschrieben haben, und wenn wir den spielen, kommt das irgendwie nochmal bei mir hoch. Ich meine, das Schauten ist für mich eine total emotionale Angelegenheit. Und wenn wir den Song spielen, merke ich, dass es halt immer so nochmal in mir hochkommt, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging. Und deswegen kann ich, glaube ich, den Song live irgendwie am stärksten rüberbringen. Was würdet ihr sagen, was macht die Band einmalig? Ich glaube, die Personen, die in der Band sind, macht die Band einmalig. Halt die Leute, die in der Band sind, weil wir schon so lange zusammenspielen, gibt es halt nicht oft. Weil in dem Genre ist im Moment nicht so, dass eine Band so lange Bestand hat. Und ich glaube, das macht uns halt besonders. Wie sehen denn so eure musikalischen Zukunftspläne aus? Ganz klar die Welt erobern. Und nicht nur musikalisch. Viel Spaß bei dem Wohnzimmerkonzert.